Mit den Gesprächen um den Kollektivvertrag für die Metallindustrie beginnt Jahr für Jahr die Herbstlohnrunde. Die Vertreter der Metallarbeiter gehen mit einer hohen Forderung in die Kollektivvertragsverhandlungen. Sie wollen 11,6% mehr Lohn, eine sechste Urlaubswoche, eine Freizeitoption und eine deutliche Erhöhung der Lehrlingsentgelte. Im Vorjahr betrug die Lohnerhöhung 10,6%, doch geeinigt hat man sich schließlich auf ein Plus von 7,4%. Die Inflation in Österreich ist immer noch hoch. Im August 2023 betrug die Teuerung rund 7%. Österreich ist damit in der Eurozone im Spitzenfeld. Nirgendwo in der EU sind die Preise für Erdgas und Fernwärme so stark gestiegen wie in Österreich. Das spüren vor allem die Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerinnen. Bei den Lohnverhandlungen orientieren sich die Gewerkschaften einerseits an der Inflationsrate, aber auch daran, um wie viel produktiver Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen Waren herstellen und Dienstleistungen erbringen. Das ist die sogenannte Benya-Formel. Die Benya-Formel ist eine Faustregel für die Lohnpolitik, die in den 1970er Jahren entwickelt wurde. Sie besagt, dass die Löhne in Höhe der Produktivitätssteigerung steigen sollte. Benannt wurden sie nach dem Gewerkschafter und früheren ÖGB-Chef Anton Benya. Seit Anfang der 1970er Jahre orientieren Gewerkschaften ihre Lohnforderungen an der Benya-Formel. Vor allem die Metallindustrie stecke in einer Rezession und würde durch hohe Lohnabschlüsse als besonders exportorientierte Branche gegenüber den Mitbewerbern im Ausland geschwächt. Beide Seiten stellen sich somit auf lange Verhandlungen ein. Anfang September hat die Regierung für die Pensionisten und Pensionistinnen eine Anhebung um 9,7% bekannt gegeben. Zuletzt hatten sich die Lohn- und Gehaltsabschlüsse um die 10% plus bewegt. Ein Ausreißer waren die Paketzusteller. Sie erhalten ab 2024 im Schnitt um 16% mehr aufs Konto.